Yo, es ist Mr. Mike. Heute mal mit einem Thema, über das ich schon lange ein Video hätte machen sollen, weil diese Frage wurde mir schon so oft gestellt und auch als Nachricht natürlich, als Kommentar, immer und immer wieder. Und mittlerweile habe ich einfach gar keine Lust mehr drauf zu antworten. Und zwar die Frage, ob ich denn nicht mal Lust hätte, ein 1 gegen 1 zu machen oder gegen jemanden zu spielen oder überhaupt. Und da natürlich grundsätzlich immer gerne, natürlich sofort, weil ich liebe es zu zocken, ich bin Baller und deshalb, ja, gerne. Aber dann ist ja die Voraussetzung, das Lustige auch, ich gehe da mal von mir aus, also wenn ich jetzt wirklich mit jemandem spielen möchte, ne? So zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, meine Videos, falls ihr es gesehen habt, gegen die Jungs vom Ballers Club natürlich sind in Berlin, dann gegen Robert Zinn, der war in Ulm damals. Wenn ich auf die Idee komme, gegen jemanden zu spielen, dann auch mit der Voraussetzung von mir aus natürlich, ich will was von demjenigen, ich komme zu ihm. Ich würde nie auf den Gedanken kommen und zu sagen, hey, ich hätte Bock, gegen dich zu zocken. Hast nicht Bock, bei mir vorbeizukommen? Das ist schon so eine Grundeinstellung. Höflichkeit vielleicht auch halber, auch so ein bisschen irgendwie. Weil wenn du von jemandem was möchtest, dann musst du auch damit rechnen. Was heißt rechnen? Dann musst du auch die Einstellung haben und zu demjenigen hinfahren und dann bei dem zu Hause zu spielen, ne? Wenn er dich natürlich auch einlädt oder dich auch sehen möchte, ist natürlich das Zweite. Aber zu sagen, hey, ich würde gegen dich spielen, komm doch mal vorbei, wann bist du da und da? Das ist schon die Grundvoraussetzung, nein, macht man nicht. Also für mich hat das auch so ein bisschen schon so auch mit Anstand zu tun, finde ich. Weißt du, was ich meine? Anders natürlich, also ich finde das, wie seht ihr das, ne? Wenn jemand von euch was möchte, Nehmt ihr dann Zeit und Geld und alles in Anspruch, um zu demjenigen hinzufahren, weil er was von euch möchte? Ich meine, das ist doch immer so im Leben, ne? Wenn jemand was von dir möchte, dann soll er doch zu dir kommen. Ist das einfach Fakt. Das ist auch bei Frauen so, ne? Wenn du mit einer Frau ein Date haben möchtest, besser. Echt wirklich eine wirklich gute Lektion. Versuch nicht, dass die Frau zu dir kommt oder sonst was. Lass die Frau entscheiden, wo ihr euch trefft, zum Essen gehen oder so. Lass die Frau entscheiden, wohin es zum Essen geht. Macht wirklich einen sehr guten ersten Eindruck. So viel dazu. Das nächste ist natürlich Zeit und Geld. Die Fahrt und so. Wenn jetzt zum Beispiel, ich wohne hier in Oberbayern, ne? Hier im Zipfel von Deutschland, Grenze zu Österreich und der Schweiz, so. Nee, Quatsch, Österreich. Sorry, Erdkunde war ich nicht so gut. Wenn jetzt jemand sagt, in Hamburg jetzt natürlich, Mai, komm nochmal 1-1 spielen in Hamburg, 800 Kilometer weg, klar, ich setze mich jetzt ins Auto, nimm meine kleine Tochter noch mit natürlich, die nimmt die Fahrt mit auf sich, guckt dann beim Spielen zu und überhaupt, das ist alles nicht so ganz einfach. Wer zahlt mir die Fahrt? Klar, YouTuber, fett Kohle am Start, da müssen wir nicht drüber reden. Das Video, was daraus produziert wird, damit verdiene ich ja 100.000 Euros, nicht so schlimm. Auch letztens Insta-Story auch wieder gelesen. Durften Leute mir halt Fragen stellen, ich habe Fragen beantwortet und einer hat geschrieben, ja, er hat wieder geschrieben, kommst du nicht zu mir 1-1 zocken? Ich weiß nicht, wo es war, ist ja egal. Auch wieder weiter weg. Lass es 4 Stunden Autofahrt sein, 3, 2, ganz egal, 1 Stunde. Geantwortet habe ich, dazu fehlt mir leider die Zeit. Was natürlich auch so ist, ne? Zeit und Geld könnte man auch dazu schreiben natürlich. Und dann antwortet mir einer auf diese Antwort nochmal drauf. Der hat die Frage nicht gestellt. Antwortet drauf, hey, wieso? Du hast doch zurzeit keine Arbeit. Ja. Und lustig ist auch, woher weiß denn der, dass ich gerade keine Arbeit habe? Das weiß der doch gar nicht. Ich habe doch gar kein Video gemacht. Also, ja, wahrscheinlich deshalb. Er hat mein Video gesehen, dass ich arbeitslos bin. Seitdem ist kein Video gekommen, dass ich wieder Arbeit habe. Dann rechnet der damit, dass ich halt zurzeit keine Arbeit habe und Zeit habe und natürlich überall durch Deutschland fahren kann. Weil ich habe ja Zeit, ne? Ja, keine Arbeit. Da hat man natürlich auch noch doppelt so viel Kohle, ne? Man hat ja keine Arbeit. Also, die Leute denken ab und zu wirklich ein bisschen seltsam. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und jetzt versuche ich halt mit diesem Video mal meinen Standpunkt euch begreiflich zu machen und vielleicht sieht der ein oder andere das auch ein oder auch nicht, keine Ahnung. Und wenn demnächst mal jemand bei mir wieder postet, hey Mike, hast nicht mal wieder Bock in 1-1 zu zocken und hast Bock bei mir vorbeizukommen, dann poste ich einfach nur dieses Video drunter und das ist dann hoffentlich selbsterklärend. Ist ja auch freundlich gemeint von mir, ich will jetzt hier kein Hate oder Klugscheiß und sonst irgendwas. Das ist einfach Fakt. Mein Standpunkt, ne? Schön, ausführlich erklärt, finde ich.
Ob ihr das jetzt verstehen wollt oder nicht, ist halt so, ne? Zeit natürlich. Alleinerziehender Papa, auch so ein Punkt, ne? Wie gesagt, muss meine Tochter mal mitnehmen. Und ja, wenn ihr eins gegen eins zocken wollt, gerne mal im Sommer, am besten natürlich hier bei mir in der Gegend. Selbst dann ist es schwierig, weil wie gesagt, alleinerziehender Papa, meine Kleine guckt nicht gerne beim Basketballspielen zu, die muss unterhalten werden. Auch immer so Dinger, ne? Ansonsten im Winter ist es schwierig, ich habe nicht wirklich eine Halle immer zur Verfügung. Aber ansonsten, wenn ihr vorbeikommen wollt, gerne doch. Auch lustig, jetzt im neuesten Video, wo war es? End One. Tai-Chi-Schuhe, weil ich die ja empfehle, hat halt der drunter geschrieben, ja, Mike, ich will eins gegen eins zocken, so gerne, ich wohne in der Schweiz. Hier ist mein Instagram-Account, schreib mich doch mal an. Also ich soll den auch noch anschreiben und nach der Adresse fragen und überhaupt alles planen, so dass ich zu ihm kommen darf und überhaupt, das ist, weißt du, nein, das geht so nicht. Das geht so nicht, egal in welche Dinge, auch wenn du mal was anderes von jemandem möchtest, das ist ja nicht nur jetzt bei mir. Nein, wenn du von jemandem was möchtest, echt, kümmere dich darum, dass du selber zu derjenigen Person hinkommst, weil du möchtest ja was von dem, ne? Alter, es wird dir ja keiner irgendwie was nachtragen, denke ich mal. Außer Mama natürlich, Mama ist die Beste, wenn du so eine tolle Mama hast, dann wird die das wahrscheinlich für dich machen. Aber ich bin nicht deine Mama, deshalb mache ich es nicht. Ich hoffe, ich konnte es erklären und meinen Standpunkt klar machen. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Böööö.